Was geht ab, YouTube? 666 Black am Start. Heute mit einem coolen Deck-Profile, was ich euch zeigen möchte. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch einen Tico-König am Start. Dankeschön an der Stelle an Yu-Gi-Oh! Dragon 999, hat mir den für einen echt fairen Preis gegeben, den Tico-König. Und unser Yu-Gi-Oh! Dragon 999, wie ihr hört, ist auch am Start und möchte uns heute seine Speed-Variante des Fire King-Decks zeigen. Und dann fangen wir mal an. Also als erstes spielt er zwei Bären. Ein Gorilla als Fire Fist Engine, dann Staple, drei Baron, zwei Garunix, ein Phoenix und ein Gorse. Das war es auch schon mit den Monstern, also relativ kleines, strenges Monster-Lineup, aber reicht auf jeden Fall aus. Hier nochmal die Karten und dann zu den Spells. Dreimal der Kreis der Feuerkönige, ein Darkhold. Zwei Tanky, absolute Pflicht, Staple, wird auf jeden Fall auf der Bandlist getroffen, denke ich mal. Ein Heavy Storm, ein Reborn, drei MST, richtig brachial, dreimal Onslaught, absolute Pflicht, zwei Part of Duality, drei Emporkömmlinge und zwei Trade-In für den Speed, das ist ja Speed Carbonic Stack, zwei BTH, dann dreimal Reckless für den Speed, ein Solemn Judgment und die zwei Warnings, also Solemn Brigade. Das soll es dann auch schon gewesen sein, weil der Akku, der nähert sich mal wieder dem Ende. Das war's also. Extra Deck ist noch nicht gebaut, ist jetzt nicht am Start hier, aber ich denke mal, das Deck soll auch reichen. Das war's für heute YouTube, euer 666 Flake.